Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Heute sprechen wir darüber, wie denn so ein Programm erstellt wird. Ja, und wie. Wir haben das letzte Mal ja gehört, jede CPU, jeder Prozessor hat ihren eigenen Code, ihren eigenen Maschinencode. Und irgendeine Reihenfolge von Nullen und Einsen und der wird als Befehl interpretiert und dann kennen sie aus, was zum Tun ist. Ich habe auch gesagt, früher wurde manchmal so programmiert, dass man wirklich Nullen und Einsen da reingeschrieben hat. Und dass das eigentlich nicht haltbar ist. Da macht man Fehler, das ist ein Wahnsinn. Man kann das überhaupt nicht lesen. Das ist nicht mal menschenlesbar. Ja, maschinenlesbar schon. Ja, die Maschine versteht das wunderbar. Die Menschen gar nicht. Wie schreiben wir dann jetzt irgendwelche komplizierteren Programme? Naja, wir bedienen uns sogenannter Programmiersprachen. Also wir haben eine Programmiersprache und die hat einen gewisse Anweisungen, gewisse Struktur, ja, und diese Struktur, wie man etwas, die hat einen Befehlssatz und so weiter, das Ganze heißt Syntax, das ist ja genau beschrieben, wie das ausschauen muss, ja, und wir verwenden einen Texteditor, ja, also wir haben eine Programmiersprache, mit gewissen Regeln haben wir. Ja. Wie muss das ausschauen, wie schaut der Befehl aus und so weiter. Da gibt es gewisse Regeln. Diese Regeln, die heißen Syntax. Ja. Eine Syntax der Programmiersprache beschreibt praktisch, wie die Programmiersprache zu programmieren ist. Ja. Nicht was zu programmieren ist, sondern nur welche Möglichkeiten gibt es. Das ist der Syntax. Und wie haben diese Möglichkeiten auszusehen. Ja. Diese Programmiersprache wird in einen Texteditor geschrieben. Und ist menschenlesbar. Also ein Mensch kann die lesen. Ja? Das heißt, das ist der sogenannte Quellcode. Ja, das ist der Quellcode. Das ist der. Ja, ich mache jetzt mal ein Castle, mache einen Quellcode. Da ist er. Dieser Quellcode schreiben wir in einen Texteditor. Wunderbar. Ja. Und auf der anderen Seite, da unten irgendwo, ja, da haben wir die Maschine. Ja. Da haben wir den Maschinencode. Das ist das mit den Nullen und Einser. Okay? Da müssen wir hin. Maschinencode. Der ist ausführbar. Auf einer gewissen Prozessor. Ja? Das ist ein Maschinencode. Der Quellcode, da schreibe ich, das kann ich lesen. Den Maschinencode, den kann die Maschine lesen. Dazwischen muss irgendwas passieren. Dieses irgendwas heißt übersetzen. Ja? Also der Quellcode wird übersetzt. In Maschinencode. Das Erste, was passiert bei so einer Übersetzung. Ja. Erstens, Syntax-Check. Ja. Also irgendwie gibt es einen Knopf, da drücke ich drauf, bitte übersetzen. Okay? Dann wird einmal Syntax-Check gemacht. Da fallen so Sachen, da wird einfach der Quellcode analysiert und schaut, ob man sich auskennt. Steht da Blödsinn. Ja. Also das ursprüngliche Programm wird einmal gelesen, von jemandem, der das übersetzen soll, wer das ist oder welches Programm das ist, das werden wir noch einmal machen. Ja. Also es gibt einen Syntax-Check, kenne ich mich überhaupt aus bei dem, was ich da in den Maschinencode übersetzen soll oder nicht. Ja. Also viele Programmiersprachen, ein Beispiel, müssen am Schluss von einer Zeile einen Strichpunkt haben. Ja, das gehört zu den Regeln der Programmiersprache, am Schluss der Zeile ist ein Strichpunkt. Wenn ich den irgendwo vergesse, was sehr leicht passiert, dann sagt der Syntax-Check, das kenne ich aber nicht aus. Wo ist das Ende? Wo ist das Ende der Zeile? Ich finde kein Ende der Zeile. Ich bin ganz nervös. Bitte Hilfe. Bug. Fehler. Ja, puff.
Syntax-Check. Oder zum Beispiel Variablen, Speicherstellen. Ja. Speicherstellen müssen in vielen Programmiersprachen Namen haben und in sehr vielen Programmiersprachen muss ich das auch vorher definieren. Also sagen, okay, die Speicherstelle Charlie, ja, ist an diesem Ort. Okay. Und dann am Schluss, irgendwo kann ich sagen, Charlie hat den Wert 12. Ja. Zum Beispiel. Ja. Und wenn ich einfach sage, irgendwo, jetzt habe ich Charlie definiert, ja, und irgendwo sage ich Karl, ja, Karl hat den Wert 12, sagt der Syntax-Check, ich kenne den Karl gar nicht. Ich weiß nicht, wo der hin muss, ich kenne mich auch nicht, dann ist aus, bitte Fehler. Ja. Solche Sachen macht der Syntax-Check. Der checkt einfach den Syntax, die Regeln der Programmiersprache, ob diese alle eingehalten wurden. Ob er Blödsinn programmiert ist oder nicht, das wissen wir nicht. Ja. Aber wir wissen zumindest, es ist verständlich. Ja. Das ist ein verständlicher Blödsinn. Im Extremfall. Ja. Syntax-Checks ist das Erste, was passiert. Ja. Dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Okay? Jetzt, erstens gibt es die Möglichkeit eines Compilers. Also wenn der Syntax-Check checkt ist, gibt es dann mal den Compiler. Der kriegt von diesem Quellcode, der kriegt den Quellcode, den überprüften Quellcode zum Fraß vorgeworfen. Weiß, für welche Maschine er das übersetzen muss, das muss ich ihm sagen. Und was da rauskommt aus dem Compiler, ist praktisch schon der Maschinencode. Ja. Das Bug. Da kommt außer eine ausführbare Datei. Da haben wir schon den Maschinencode. Also in Windows wird das zum Beispiel Exe sein. Ja, Windows. Exe-Datei. Executable. Ja. Ausführbar. Ausführbare Datei. Die kann ich jetzt irgendwo hinkopieren und dann drücke ich Doppelklick auf die Exe-Datei und dann Bug. Wird der Maschinencode geladen in den Speicher und wird ausgeführt. Und dann sind wir schon da, sind wir schon benannt, machen schon die Ausführung. Ja. Also vielleicht schreibe ich hier noch Ausführung hier. Ausführung. Also hier zeigt mir der Compiler eine ausführbare Exe-Datei und das war's. Okay. Jetzt, wenn ich einen Quellcode habe und habe einen Compiler für eine gewisse Maschine, dann funktioniert das. Ja. Was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Entwicklung mache, die auf mehreren verschiedenen Maschinen ausführbar sein soll? Okay. Plattformunabhängig. Wenn ich sage, ja, ich mache jetzt ein Programm und das möchte ich auf Android, das möchte ich auf iPhone, das möchte ich auf verschiedensten Plattformen laufen lassen. Müsste ich praktisch immer einen anderen Compiler einsetzen, der das übersetzt in den entsprechenden Maschinencode und muss schauen, dass der richtige Code überall hingeht. Ja? Kann man machen. Ja? Aber es gibt dann noch sogenannte Interpretersprachen. Da heißt das Ding dann nicht Compiler, sondern Pre-Compiler. Das ist dieser Begriff Pre-Compiler ist etwas schwammig, muss ich sagen. Aber sei es drum. Nennen wir es jetzt einmal der Pre-Compiler.
der kriegt auch den Quellcode. Den Syntax checkt Quellcode, ja. Und der Precompiler macht eigentlich keine ausführbare Datei, sondern der macht nur einen Zwischencode. Okay? Also da haben wir nachher, da entsteht noch keine ausführbare Datei, sondern hier entsteht ein Zwischencode. Also den, der ist nicht mehr der Quellcode, der ist aus dem Quellcode generiert und folgt auch bestimmten Regeln. Und der Precompiler erzeugt hier den Zwischencode. Und der Zwischencode, was mache ich mit dem? Den verteile ich jetzt. Den verteile ich jetzt? Aber hallo, das ist ein Zwischencode. Den kann er diese Maschine, das ist ja noch nicht das, was man versteht. Dort auf der Prozessorebene. Das ist ein Zwischencode, den könnte ich noch immer händisch lesen. Da gibt es so verschiedene Typen. Java ist zum Beispiel, gibt sowas, oder die ganzen .NET-Plattformen. Ja. Ich brauche also auf der ausführbaren Maschine, da hinten brauche ich noch was. Ja. Da hinten brauche ich noch etwas. Und dieses Etwas, was ich hier brauche, ja, ist der sogenannte Interpreter. Oder auch JIT Compiler. JIT heißt Just in Time. Okay? Just in Time Compiler. Yeah, baby. Und das erzeugt man noch in die Ausführung. Das läuft aber schon auf der Maschine, wo es ausgeführt wird. Okay? Also das, der ganze Teil hier. Das da. Das ist das Zielsystem. Das ist das System, wo das ausgeführt werden soll. Ja? Und diesen Zwischencode werfe ich jetzt nicht direkt den Maschinen, den Prozessor dort vor auf dem Zielsystem, sondern werfe ihm einen Interpreter vor. Dieser Interpreter ist abgestimmt auf der Maschine, auf dem Zielsystem, wo er läuft, und kann den Zwischencode interpretieren. Und gibt einfach die Befehle noch weiter. Okay? Also der übersetzt es praktisch genau im jetzigen Zeitpunkt, just in time, zur Laufzeit des Programms, just in time, in Maschinencode. Der Zwischencode wird also verteilt auf verschiedenste Plattformen. Da kommt der um, zack. Den Zwischencode kann ich also austeilen auf verschiedenste Plattformen. Und wenn auf dieser Plattform dann der richtige Interpreter läuft, oder der richtige Interpreter läuft, dann ist es dort ausführbar und ich kann mit dem gleichen Zwischencode auf verschiedenste Systeme hinfahren. Ist auch eine Möglichkeit. Ja? Das sind die zwei Möglichkeiten. Das ursprüngliche war halt das, weil da man hat gesagt, okay, es gibt eh nicht so viele verschiedene Systeme. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Systeme und deswegen ist das hier heute unten häufig. Ja. So ein Interpreter ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel .NET Plattform. Ja. Oder Java Virtual Machine. Ja. Bug. Das sind diese Sachen. Und der Zwischencode, der wird halt von einem, der Zwischencode, warum wird da überhaupt der Zwischencode erzeugt? Warum macht er das nicht gleich vom Quellcode?
Nein, weil der Zwischencode, der ist natürlich schon ein bisschen laufzeitoptimiert. Der macht schon irgendwas, der Precompiler. Ja, also das muss er schnell gehen hier. Das muss er zur Laufzeit, muss das ja dann übersetzt werden. Das muss er schnell gehen. Und da kann er nicht komplizierte Schleifenkonstruktionen oder was das ist. Wenn man komplizierte Konstruktionen im Quellcode, wären hier schon einfacher. Das heißt, der Zwischencode ist üblicherweise größer ein bisschen. Ja, also Vorteil der unteren, der Interpretersprachen, ja, Vorteil der plattformunabhängig, ja, also das da unten sind sogenannte Interpretersprachen. Zum Beispiel Java oder C-Kanalgitter, ja, C-Hashtag, spricht man C-Sharp. Ja, das ist das, was wir programmieren werden. Ja, wir sind also da unten benannt. Okay? Und da oben sind wir, und da oben haben wir Compilersprachen. Das wäre zum Beispiel C++. Ja. Vergleichbar mit C-Sharp, nur halt nicht .NET plattformmäßig unterwegs. Ja, so schaut das aus. Vorteil da unten ist unüberschaubar, ja? Nachteil da unten, ich gebe einen Zwischencode weiter, den könnte jemand lesen. Ja? Also auch der ist menschenlesbar. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwelche Geheimnisse programmiere oder irgendwelche ganz besonderen Algorithmen also drin habe, ist das da unten vielleicht schlecht, weil dann kommt das, wer ist zumindest einfacher zu knacken, wie wenn ich nur eine Excel-Datei habe. Okay? Gut, ja, also so viel zu Programmübersetzung. So kommen wir vom Quellcode zum Maschinencode. Zwei unterschiedliche Methoden. Ne? Und das nächste Mal schauen wir uns an, wie ist es bei C-Sharp? Ja, wie ist es genau bei C-Sharp? Wie funktioniert das dort? Okay? Wird unser nächstes Video sein. Und dann gehen wir wirklich mal in Quellcode rein und programmieren da was. Ne? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.